Haut am Dienstag von der zweiten Oktave Woche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Mutter-Gottes-Oktave, die dieses Jahr unter dem Thema steht, zusammen Kirchsinn, überdrohe mir von heute Pontifikal Andacht. Sie getaut präsidiert vom Weihbischof, dem Monsignor Leo Wagner. Als Anfang sangen wir Herrlich Maria vom Abbé Laurent Drees. Bei der Aussetzung Im Frieden Dein, Magnificat 473. Die Regina Zöli, Magnificat 574. Beim sakramentale Segen, den Tantum Ergo um 5. Ton, Compendium 151. Und als Schlusslied Vierge Sainte, Magnificat 1074. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti auf der klassischen Orgel Offertoire sur les grands jeux et la messe des couvents von François Couperin. Kantor ist den Herr Marc Dostert, Dirigent von der Maîtrise von der Kathedrale. Thema von der heutigen Predigt ist Pax et Veritas, Frieden et Wohlrecht, der Wobespruch von Monseigneur Jean-Joseph Coppes. Denk an, Dave, am Leben.
hast die Frage nie geklot. Du stungst beim Kreuz, du hast nicht versucht. Du hast dich ganz ab Gott verlos. Steck du als Hoffnung, mach's groß. Helle Maria, du prächte Schwab, leif Mutter Gottes, du mächte Schwab, du ließ voll Fried an der Helle stehen. Jesus lebt wird dich gedrohen, viert Menschen willst du alles wohnen. Du bas eng Mamsel gut so drei, steck du als Hoffnung, mach's nei. Helle Maria, du prächtig frei. Lebt recht darin, tat mir als Madden nie verstehen. Bitt du für als Leif Königin, tat ob der Welt soll Friede sehen. Helle Maria, du prächte Schwab, Leif Mutter Gottes, du mächte Schwab, du ließ voll Fries an der Herrlichkeit, du trägst den Kanadäf am Lied, du trägst den Kanadäf am Lied. Lassen wir beten. Herr Gott, deise Pap, du bist barmherzig, du geseist all Trost. Der Jung wird um Kreuz Maria sing Mam, auch eis zur Mam gin. Lauscht drauf eis Patrine, steh für eis schwätzt, erschein geis an all Not, dein Trost an den Höllef. Du verbiete mir durch Jesus Christus, der Jung, als ein Herr an unser Gott, den an der Einheit vom Herrlichen Geist mit dir lebt, an Herras an all Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, die vielleicht alle Götten, die die immer deist durch die Medien, auf ihren allem durch die Gebiet verbunden sind. Pax et Veritas, Frieden erwohrischt. Das zwei Wieder hatte Monseigneur Jean-Joseph Koppes als den zweiten diözesanen Bischof sich über sein Episkopat gesagt. Zwei Klang wieder, die an sich hun. Gucken wir uns mal ganz kurz un. Pax, Frieden. Wat as Frieden? Den deutschen Duden gibt in der anderen des Definitionen. Frieden as ein Zustand des inner- und zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Aber weiter, ein Zustand der Eintracht und der Harmonie. Domaden, als will dat ausgedrückt, wat viel von eis einer Friede verstehen. Befrieden as mei, wie nimmen de Gegensatz zu Krisch, Unruh und Streit, ein Zustand, den wir all erhoffen und ersehnen, besonders für die Gebiete von dieser Welt, wo es alles ernst ist, wie friedlich zugeht, wo für Ruhe, Sicherheit und Harmonie wenig zu gesinnen und zu spüren ist. Frieden heißt mehr. Das Hebräische Wort für Frieden, Shalom, weist eiset. Shalom bedeutet Geborgenheit, Heil, ein Zustand, wo es Mensch an Natur gut geht, an dem Sicherheit an Ordnung herrschen, an Schwächer in Unterstützung fanden. Konkret meint Shalom wohl dat, dass Menschen durch Handeln an das Wirken von Jesus Christus erfuhr, a geschenkt kriegten. A genie, immer so Frieden, die Christus als viel geliebt wird, immer so Shalom, und auch mir als mit allen Kräften, a mit vollem Engagement zu bemühen. Wie seht der Psalm 34, suche Frieden, und jage ihm nach. Ein Auftrag, den es also schuld, den aber für eine heillos, eine friedlos Zeit unumgänglich ist. Schwenk mal über zu Wohrecht.
veritas. Wat os vorischt? De Pontius Pilatus stellt genie des froh dem Jesus um end vom vorherjahr. An so wie de Pilatus se stellt, as et eischter eng ofällig an zynisch froh. Vielleicht sogar eng froh voller Resignation. Wat soll dat schon sinn, vorischt? Wo kann ihn se fannen? Wann ihn hier begegnt, dann as se doch mat Irrtum, Lügen, a Fake News vermischt, dat von hier selber net mehr viel übrig bleibt. U sich gut die Pilatus gar nicht so unrecht. Vorrecht as schwer an dieser Welt zu erkennen. Dabei könnt dat Frohn oder Vorrecht haut des Dachs auch bei viele verpönt as. Will ihn gesellschaftsfähig sind, dann derwen sie an dieser pluralistischer Welt wohl nicht mich stellen. Bekenntnis zur Toleranz zwingt Menschen gewissermaßen dazu, all Meinungen, Abfassungen, Reflexionen über den Mensch an den Sinn vom Leben als gleichberechtigt unzugesinn. Mir lief Leid, wenn alles gleichgültig ist, dann ist letztlich alles gleichgültig. Da lohnt es sich auch nicht mehr, eine feste Position zu beziehen und zu verteidigen. Aber wenn sich traut, eine klare Meinung und Position zu haben, den ist ganz sehr dem Vorwurf von der Intoleranz ausgesagt. Das geht uns an dieser Kirche nicht viel besser. Wenn's dem Leben Frieden, verwässern wir als Aussohn, auch Glaubensaussohn, und vermeiden dachs klar Positionen zu beziehen. Wundern wir uns dem nun nicht, dass wir bei vielen, gerade bei Jungen, unattraktiv gesinn. Als Gespräche mit Jugendlichen weiß ich, viel machen sich Gedanken über existenziell Frohen an den Sinn vom Leben, als sich dabei noch klar an deutlichen Antworten. Antworten, die sie bei uns aber dachs nicht mehr fanden. So laufen sie auf die große Mord von der religiösen Angebote, als sich da. Dabei picken sie sich überall da draus, was ihnen gerade gefällt. Patchwork-Religiosität nennt ihn dat. Ein bisschen Buddhismus, ein Priest-Christentum, und schließlich nach ein paar esoterische Elemente, und schon aus der religiösen Menü zusammengestellt. Er stellt sich dann schließlich auch gar nicht mehr froh, ob das alles wahr ist. So eine selber zusammengestellte Religiosität ist letztlich unverbindlich, er stellt auch keine Forderungen an den Mensch mehr. Sie kann aber auch letztendlich dem Mensch als in sich nur im Sinn vom Leben keine Orientierung geben. Er wird sich schwerlich an die Krise vom Leben bewähren können. Wie provozierend klingen an dem Kontext wieder vom Jesus, die für sich sagt, es sind die Weh, die Vorrecht und die Leben. Was das Vorrecht? Jesus Christus geht selber heute antwort. Ohne Willen intolerant oder arrogant zu klingen, aber wirklich aber Respekt vis-à-vis von anderen Meinungen und Auffassungen, müssen wir ja aber als Christen fest bekennen, dass für uns Vorrecht ein Numm hat. Jesus Christus, der Gekreuzigten an Obersternen. Nicht leid, Pax et Veritas, Frieden a Vorrecht. Die Klanganalyse von beiden Wieder wird uns
schließlich bei Christus gefeuert. Ja, ich betonen, bei Jesus Christus. Wir leben, wie schon erwähnt, an einer Zeit, wo viele Sinnangebote. Christus hängt gewissermaßen um Kreuz, neben dem Buddha an der Räucherstäbische, die um Regal stehen. Gleichzeitig erleben wir in unserer Gesellschaft auch eine verstärkte Indifferenz gegenüber Christus an der Kirche. Alles scheint mehr wichtig zu sein wie Christus an der Kirche. Ich denke, gerade alle als Titularkatechetinnen und Katecheten wissen, wo wir das schwätzen. Freizeitaktivitäten als Sport, die mehr hoch angestuft wie die Religion. Die Frohn und Christus geht zweitrangig. Wie können wir diesem Trend noch innen begegnen? Was können wir mit der Christusindifferenz an dem Glaubensverlust entgegensetzen? Zeiten, wo wir die Glaubenserziehung auf den Religionsunterricht aufwälzen konnten, sind rüber. Das kann ich nur bedauern. Und das ist auch bedauernswert. Wir denken, die Zeit von der Trauer um den Verlust vom Religionsunterricht an unseren Schulen müsste endlich rüber sein. Zusammen als Kirche sollte mir alle guten Neuenergie bündeln, für der zukünftigen Generation eine adäquate Glaubensvermittlung zu garantieren. Und so froh nur Jesus Christus, nicht zu einer froh vom Leben zu machen. Viel Positives geschieht auf dem Gebiet an der Katechese en Paroisse. Mais auch die beste Katechese kann nicht viel bewirken, wenn am Elternhaus das Glaubensfundament nicht gelöscht und froh um Jesus nicht ab und zu erörtert wird. Die Keimzelle des gemeinsamen Lebens, die Familie, ist der prädestinierte Ort, um nicht nur miteinander aufzuwachsen und aneinander zu reifen, sondern auch den Glauben zu leben und ihm eine Gestalt zu geben. So drückt der früheren Freiburger Erzbischof Robert Zollitz aus. Wir brauchen es Familien, die Lebenszellen von unserem Glaube sind, wo eine friedliche Beziehung zu Christus gelieft, aufgelieft wird, wo am familiären Zusammenleben der Shalom von Christus sichtbar und spürbar wird. Ja, wir brauchen Familien, wo die Versprechen zur Glaubenserziehung und Glaubensvermittlung, dass die Eltern bei der Darf von ihren Kindern gehen haben, wirkliche Versprechen war, und kein Versprechen. Ein Promess, und kein Lapsus. Als einer Predigt vom 9. September 2016 erzählte Papst Franziskus von einer für eine Thematik nicht unwichtiger Begegnung. Bei einem Mittagessen mit den Jugendlichen am Kader von der Weltjugenddeeg zu Krakau wird ein Junge den Papst gefragt, was ihn seinem atheistischen Kollegen so soll, für das diesen zum Glauben könnt. Und der Papst antwortet: Höre, das Allerletzte, was du tun darfst, ist, dass du ihm etwas sagst. Fang damit an, etwas zu tun. So wird er sehen, was du tust, und wird dir Fragen stellen. Und wenn er dir Fragen stellt, dann kannst du sprechen. Das Evangelisieren besteht darin, dieses Zeugnis abzulegen. Ich lebe so,
weil ich an Jesus Christus glaube. Ich wecke in dir die Neugier, sodass du fragst, aber warum tust du diese Dinge? Und die Antwort des Christen müsste folgendermaßen lauten: Weil ich an Jesus Christus glaube und Jesus Christus verkündige, und zwar nicht nur durch das Wort, sondern vor allem durch mein Leben. Zeichnis für Christus geschieht dem nur durch eist Leben. Mir sind die einzige Spiebel, die Haut nach geliesket. Vielleicht also geni da Zeichnis, weil es heute wo Sinnangebote überschwemmten, a vielfach helos Weltbrauch. Christen, die mit Radikalität an Entschlossenheit, aber nicht mit Fanatismus, an auch ohne andere zu verurteilen oder sich über zu erheben, an der Nachfolge vor Christus stehen, an so als Zeitgenossen zum Nachdenken stimulieren. Zeugen können nie überzeugt genug sein, wenn sie andere Menschen von der Wahrheit ihres Glaubens überzeugen wollen, sagte Kardinal Kurt Koch. Wir sind wir wirklich überzeugte Christen? Oder stimmt Ihren Satz vom Georges Bernanos? Das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Nicht leider guten, als in dem Regina Zödi-Gebiet vom 22. April von 2018 warnte Papst Franziskus: Wenn in unseren Gemeinden der Wunsch abkühlt, die Beziehung mit Jesus zu leben, seine Stimme zu hören und ihm treu zu folgen, ist es unvermeidbar, dass sich andere Denk- und Lebensarten durchsetzen, die nicht mit dem Evangelium übereinstimmen. Der Papst rief eis dem nur ob, eis Beziehung zu Christus nicht aufkillen zu lassen, mir eis nei und den liebische Christus zu bannen, eis Relation mit ihm zu überdenken, an eis zu ihm zu bekehren, für eben kein mittelmäßig Christen an einer kahler Kirche zu sein, mit überzeugten, an entschlossenen Christen zu gehen, an einer offener, warmer Kirche, die Fried ausstrahlt, als sich für Frieden an all seine Formen ersetzt, die den Menschen von Haut ein wirklich liebenswert Sinnangebot ubit, an Zeichnis auflädt für Christus, den der Weh vorrecht an die Leben ist. Ja, ein Kirch, wo es sich lohnt, Christ zu sein, an der Nachfolge vor Christus zu stehen, für so an der Welt von Haut sein Ambassadeur und Verfechter zu sein, für Frieden und Wohlrecht, für Pax et Veritas. Bleibe mir Christus treu, da stimme mir auf festem Fundament, erkennen, er fehlt an der Brandung an einer pluralistischer und zum Teil friedloser Zeit sind. Amen.
Guter Gott, du Quell von der Leift auf vom Frieden. Bei dich komme mir voll Vertrauen abirden. Lust verantwortlich an Politik, Kirche, an Gesellschaft, sich mit vollem Engagement für Frieden und Wohl von den Menschen ersetzen. Herr Gott, höre uns. Herr Gott, höre uns. Sief mit all den Christen durch die Welt, die winst ihrem Glauben oder ihrer religiösen Überzeugung verfolgt oder misshandelt gehen. Herr Gott, höre uns. Herr Gott, höre uns. Steh den Familien an unserem Land bei, dass sie nicht zu Keimzellen vom Glauben gehen, aus denen auch Berufungen wissen können. Herr Gott, höre uns. Herr Gott, höre uns. Stell eise Kanner, a jugendliche München zur Seite, die hinnen an eiser pluralistischer Welt Hülle für Sinn an Orientierung zu fangen. Herr Gott, höre eis. Herr Gott, höre eis. Begleit mit Leift all die Oktavpilger a Pilgerinnen, die gern haut hei an der Kathedrale wären, an a heia hier ul leies. Herr Gott, höre eis. Herr Gott, erbarm dich all eise Verstorbenen, allo sie bei dir an deinem Reich die ewig Fried fanden. Herr Gott, höre eis. Herr Gott, höre eis. Allmächtigen Herr Gott, du hältst alles an Dinge gut in Händen. An der Gewissheit, dass mir durch der Jung erlöst sind, können wir voll Zuversicht also Weh mit dir an deiner Kirche gehen. Dafür so mir dir Merci, am mir loben dich haut an an Ewigkeit. Alleluia, ora pro
acclitare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Lasst uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Tantum ergo sacramentum veneremo celui et anticum documentum nova scena tritui prestet fides supplementum sensum Cielo prestit isti eis, alleluia. Omne delectamentum in se amentem, alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus itanos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Oh,
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedrale von Lützeburg. Die können Sie noch ein Keier lauschen heute Abend um 18 Uhr bzw. um 23 Uhr um Dock. Die ganze Oktav können Sie auch um Livestream mitverfolgen auf katholl.lu, rtl.lu, avort.lu. Zwischen den Zelebrationen als Kathedrale ob für Inselpilger. Zeigt also nicht, außerhalb von der Gottesdienste an Kathedrale bei Eistrichterin zu kommen. Für die, die Möglichkeit nicht tun, meine ich auch heute noch ein Kathedrale-Examen ob der Aktion ein Kerz bei der Trichterin. An dem sie den Betrag für ein oder mehr Kerzen auf die Kont von der Kirchenfabrik von Notre Dame überweist, gehen an ihrer Intention Kerzen bei der Trichterin gebrannt. Die Teile heute so fand er auch auf katholl.lu. Aber die letzten, die ich appellieren, ist auch Hautnenker und ihre Generosität für ein Don für die Restauration von der symphonischen Urgel, die ja letzte Woche total ausgefallen ist und noch unbedingt muss erneuert gehen. Merci los schon am Voraus. Die Teile fand er auch heute so auf katholl.lu. Ich allo weiterhin nach einer ganz schönen, a gut Oktavzeit. Und dann gehen wir das Mikro zurück an das Studio.